Hinter diesem Garagentor wird geschwitzt. Bei fast 30 Grad trainieren die Gewichtheber des OSC Velmer hier bis zu viermal in der Woche. Aus ihrem alten Übungsraum im Bürgerhaus mussten die Sportler ausziehen. Das Gebäude ist mit Asbest verseucht. Kurzerhand bauten sich die Sportler eine alte Garage zum neuen Trainingsdomizil um. Da war früher mal so ein Wasserwagen drin. Was die damit gemacht haben, weiß ich auch nicht. Das mussten die alles umbauen, weil das alles in Schräge war und da kann man nichts draufstellen. Deswegen ist das viel Arbeit gewesen. Das Training findet zwar auf kleinem Raum statt, große Ziele verfolgen die Sportler dennoch. Im September 2011 traten die Männer bei den Europäischen Olympischen Spielen in Italien an und gewannen Gold und Silber. Bis zu 120 Kilo stemmen die Männer, eine kräftezehrende Angelegenheit. Warum Dieter Untiet diesen Sport schon seit über 40 Jahren macht? Weil der Sport einfach gesund ist. Es gibt nichts Besseres